Wir machen eine kleine Umfrage. Bei RTL 2 gibt es raus. Nein, nicht RTL 2, sondern Clipfish. Seid ihr Deutsche? Ja. In Waldkraiburg haben wir zwei Deutsche. Normalerweise sind das alles Ausländer. Boah! Bravo, Applaus! 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 Deutschland wird der Meister! Deutschland! Also, jetzt... Hey, schau dir mich an! Also, folgendes, ich mache eine Umfrage und zwar, jetzt habe ich meine türkischen Kollegen gefragt, so über die Fußball-Europameisterschaft. Was ist eure Meinung so? Rein objektiv gesehen, bleibt mit den Füßen auf dem Boden. Hm. Wer wird Fußball-Europameister? Du musst dich einfach fragen, Fußball ist überhaupt nicht mehr wieder. Nein, sehr gut. Brauchst du Koks? Schnitt! Ja, was sagst du, Weltmeister wird? Fußball, ganz ehrlich, leider Gottes ist scheißegal, weil mir Fußball leider nicht überhaupt nicht. Du weißt doch, wenn ich, ihr werdet doch eine eigene Meinung haben. Ich habe schon eine eigene Meinung, und meine eigene Meinung ist, dass mich Fußball nicht interessiert. Ja, was interessiert dich vom Fußball, vom Sport? Was für Sport hat interessiert dich? Ja, Eishockey. Hä? Eishockey. Also Eishockey, alle Eishockeyspieler auf der ganzen Welt und in, ich weiß im Beispiel, dass es in Kanada und in Amerika die beste Liga gibt, und zwar NHL oder Verde Use. Dolly Basta. Die gibt's nicht auch, ja. Die beste Liga ist immer nur Blue Movie. Blue Movie? Ja. Was ist das Blue Movie? Premiere, Sender. Oh, habt ihr das gesehen? Schnitt, wegschneiden. Also, gut. Dankeschön. Das war wirklich geistreich. Ist interessiert. Kein Wunder, dass es Deutschland uns Ausländer gibt. Ne? Schau dir mal die zwei an, mal ganz ehrlich. Hey, jetzt sei mal ganz ehrlich. Was wäre Deutschland ohne uns Ausländer? Eine Trost... Ja, das ist doch so, eine trostlose Gegend. Ja gut, auf dich könnte man auch verzichten. Schnitt. Das ist doch mal... Also... Da ist einer, der will sich nicht filmen lassen, aber ich frage ihn noch einmal. Da ist eine Deutsche, die ist zwar 90 Jahre alt, weiblich, hat wahrscheinlich vom Fußball keine Ahnung. Das ist ein Deutscher, der kommt von der Arbeit, der hat wahrscheinlich 80 Stunden gearbeitet, jetzt geht er nach Hause und seine Frau ist nochmal Ausländer zusammen. So ist es doch, oder nicht? So ist es. Ja, der hat keine Frau, ja, kein Wunder. Ja. Ja gut. Wer das sagt? Schnitt. Und du, was sagst du, wer wird Fußball-Europameister? Du mit deinen 100 Jahren? Immer ist nicht. Wieder anstrengend. Du sag mal, hast du 5 Euro? Ja, gleich am Stunden sind da wieder. Nein, ich mach doch eine Spende, mach ich doch für die. Für die. Kaufst dir 2 Bier mal. Ja. Und ein Joint. Ein Joint. Schnitt. Also, ich gehe dann weiter, ich gehe wieder zu meinem Freund. Hey, Salva. Was schnappt er selber? Wer? Keine Ahnung. Warum fragst du mich sowas? Ja, Mann, wir haben auch Fußball-Europameisterschaft. Kruzifix. Fix. Mensch, es geht, wo soll ich denn rumhängen? Bei den Rumänen vielleicht, oder was? Da kommt doch Fußball. Da soll ich bei den Rumänen rumhängen, oder was? Da. Gestern hat Deutschland gegen Polen gespielt. War das ganze Lokal voller Rumänen. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Es war voller Rumänen, hat Deutschland gegen Polen gespielt. Würde mich gerne interessieren, was ein Rumäne, ob ein Rumäne interessiert, ob er Deutscher ist, ob er Rumäne ist. Ja, ist doch wahr so. Ja, nichts war es aber. Ja, du, warte mal ab, wenn mal hier die Piazza fertig ist. Da ist doch überhaupt nichts. Ja, da ist doch überhaupt nichts, da ist überhaupt nichts. Warte doch mal ab. Ja, deine Schwester zum Beispiel kauft eine Red Bull Eis. Kruzifix, es gibt ja gar nichts sowas. Hast du keine Schwester? Nein, nicht mal.
Ah, da war. Melissa. Melissa, Melissa, Melissa. Schnitt. Kann ich dich jetzt filmen? Nein. Fuck you. Also, er hat zu mir fuck you gesagt. Das heißt übersetzt. Fick dich, du Kackvogel. Habt ihr keine 5 Euro für mich? Nein. Sag mir was, ich geb dir. Ich wusste gerne eine Spende für die heimatlosen, obdachlosen Kanaken. Ich habe gesagt, du musst genau hinhören, wenn einer spricht. Eine Spende für die obdachlosen und heimatlosen Aussiedler, Spätaussiedler. Kann ich nicht filmen? Immer noch nicht. Ich glaube, er wird doch von der Polizei gesucht, aber für 10.000 Euro sage ich euch, wer das ist. Ja, komm her raus. Penner, bau ab. Also, ich gehe dann. Okay. Wenn ihr später vorbeikommt, tut euch bitte voranmelden, damit wir uns vorher eine Kugel verpassen. Oh, und dann noch was, du. Das Lokal wird eh nicht mehr lange existieren. Ich hab's gehört, weil ich jetzt gehört habe. Ich habe gehört von dem Besitzer, nicht von ihm, sondern von dem Hausbesitzer, von dem Grundbesitzer, dass er es weiter vermieten möchte. Ja, ich habe ihn gefragt im Harry vor 2 Monaten. Ja, logisch. Für was? YouTube Crazy Tube. Berde Use oder Dolly Buster? Etwas Pornografisches? Nein, schreib La Strada, auf sicher. Hör auf, komm. Ja, komm, hör auf. Ja. Ein Holländer, ja, das mache ich. Also, ich wünsche euch alles Gute zum nächsten Spiel. Welches Spiel habt ihr das nächste? Gegen die Schweiz, gell? Und wie sieht's da aus, Prognose? 10-0 haben wir noch! 10-0! Für uns? 10-0. Das sind optimistischen Türken, aber hoffentlich. Oh, dahinter kommt. Oh, dahinter kommt der ganz wichtige Türke. Da kommt der ganz wichtige. Den habe ich schon interviewt. Also, darf ich dich filmen? Immer noch nicht, das gibt's ja gar nicht. Also, Salam Aleikum. Hey, wo geht's denn hin, Türke? Da sind doch die Türke. Volare. Mai, das gibt was. Oh, oh. Cantare. Da-da-da-da. Ja, Ungarn, apropos Ungarn. Ja, apropos Ungarn. Ja, das ist ein Freund von mir. Gegen den kann ich mich nicht anlegen, er ist ein bisschen größer wie ich. Ne?